Nun möchten wir auf Deutsch und Kurdisch eine Rede hören. Ich bitte den Melle Ibrahim Hoca und Melle Abdullah Hoca auf die Bühne. Liebe Brüder, während meine Hojas auf die Bühne kommen, möchte ich sie ganz kurz vorstellen. Sie alle haben in den Schulen von Maulana Sheikh Muhammad Muta Khasnawi Quddisa Sirru studiert. Melle Abdullah ist ein Essener Deutscher. Er hat neben dem Islam und Arabisch bei Sheikh Quddisa Sirru auch die türkische Sprache gelernt und studiert. Buyurun hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alles Lob gebührt Allah, dem Erschaffer allen Seins, dem Erbarmer, dem Liebenden. Ihm gebührt grenzenloses Lob. Friede und Segen sei auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dem wertvollsten Geschenk, dem größten Segen für die ganze Schöpfung und auf seiner Familie und seinen Freunden und dem, der seinem Wege folgt bis zum jüngsten Tage. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. بناغی استان دلوان مهیبان سپاس جوی خدای مزن را جل جلالو افی نر زمین و آسمان و همی کائنات هی دلوان مزن گو امزاینا پیخندر پیروز دلشاد کرن شفیع امتا فاروجا قیامتی محمد مصطفی خدی مقام بلند و بی همبا صلاة و سلاد خدی لسر Sehr verehrte Geschwister, die ihr den Propheten sallallahu alaihi wasallam liebt, wie schön diese Zusammenkunft doch ist. Wie schön es doch ist, etwas zu erzählen, sich etwas anzuhören bei diesem großen Anlass zur Geburt des Größten der Großen, des Lichts in der Dunkelheit, des Anführers der Propheten, der den Allah Jalla Jalaluh für die ganze Menschheit zur rechtleitenden Erbarmung machte. Der dessen edlen Charakters und Sunnas wegen heute so viele Muslime mit verschiedensten Sprachen und Herkünften hier zusammengekommen sind. Auge Suba, Akhlaqi Bilind, Amhami Milletin, Ranga Rangu, Jahmi Jinsiyatan, Jahmi Zarahu Zumamu Kulturan, Kulturan Juda, Iro Saba Habibi Khwade, Silahun Khwade, Lebe Jivata, Piroz Amadavuya, گلی میوانم قدر بلند
گلی برای دریز حسکری خودی او پیغمبری وی شیرین ترین و خوشترین جوات اوا شیرین ترین و آخافتن و گهدا کرن اوا گوش بوه الکفتا بیر آمینا زاینا سرکش پیغمبرا رومیا طاریا دلیل نحمیا محمد مصطفی او ایگو خدا او کردلو بانی و او دیاری مکر Sehr geehrte Muslime, vor der Entsendung des größten aller Propheten, sallallahu alaihi wasallam, lebte die Menschheit in fataler Unwissenheit, in katastrophalem Chaos und Unglück. Das Blut wurde vergossen, die Frauen wurden sich zu eigen gemacht und besessen, Unschuldigen wurde Leid angetan. Taube Steine wurden angebetet. Kriege und Feindseligkeit, Hass und blinder Fanatismus, Spaltung, Zwiespalt und Plage herrschten, bis Allah Ta'ala uns mit der Geburt des Lichtes, des letzten und größten aller Propheten, sallallahu alaihi wasallam, beschenkte. Der Glanz, die Gerechtigkeit und die Brüderlichkeit verbreiteten sich allumfassend. Das Unglück wurde aufgehoben und es siegten die Pracht, das Licht und die Reinheit. بری گو خدان حسگری خوا پیخندر خوا وقفا تمی پیخندر جد شیر یکیر بشین خلق دن آزامیه که بیداوی دبون بشین و بیلک مزم دبون گو خوینا هم دو در جان دن گو ناموسا هم نمست گرن دینداری اپوت و کبر و سنما دکرن زارو که مید ساغی بناف دکرن انگو همی دشتن خراب دکرن تا گو خدای مزن دریا سیمان البر پیخمبر امت دکر و جوانار وقت هدایت شان جوانار غوریزان و وان جوی قاریا مزن در خست وهشوا عقلنا من دي قد تعالى كل قسمة نصيب وان Wahrlich, sallallahu alaihi wasallam, ist der Geliebte Allahs. Sein Herr hat ihn auf die beste Art und Weise angesprochen und gesagt, wir entsandten dich nur als eine Barmherzigkeit für die Welten. Und in einem anderen Vers, O Prophet, wahrlich, wir haben dich geschickt als Zeugen, frohen Botschafter und Warner. Und der mit seiner Allahs Erlaubnis zu Allah einlädt und als eine erleuchtende Kerze. Wie enorm ist doch diese grenzenlose Gabe. Der Erschaffer des Himmels hat ihn auf der schönsten Art gelobt, als er sagte, und wahrlich, du bist sicherlich ein hochmoralischer Mensch. Gibt es nach diesem Lob und all dieser Preisung noch eine Möglichkeit oder eine Bedeutung für die Wörter und Reden der Sprachgewandten, der Dichter oder der Prediger? حبیب خدا او گو خدا در قرآن پیروز در جرد بیشی و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین ای محمد متا رحمت جبوت مال عالم شان گلی برای عزیز از دخوازم بینم زمان گوتا کی جمع دهی
diye hasbiye fada peygamberi ümmeti. Beşeriyet bir şahsaniye ve bir bu medeniyet davan ulu cemna feşinan sekini ugoti istavsu bin nisai feyra angu kuvvetiye pireke beri hamru dezgahuna bendin divesel Havid-i Hamle'yle varan bir cibut gerekin merovd-i lufaniyeyle gel hayvana bekir Ugul ve diçava jenek sabah ta'da pisike ki derbasi dojjeye buyi cehneme buyi u enfeyi rızgatine kirin Ugul neyse min ümmeti men la yücillu kebirana ve yerhamu sagirana. Hem bu av kese beriz, bu rızgatına mezzına neku dilovaniye, zaroka nekin nej ümmet amine. Ma mevşar istaniya mezzin, bu emli dünyayı, bu ahirette bahtavar, bu geçmeyin ki. Er ist der Besitzer des Größten aller Charaktere, der Lehrer des Taktgefühls, der Friedfertigkeit und Rücksichtnahme, Kultur und Zivilisation. Er ist derjenige, der sagte, behandelt die Frauen gut. Er ist derjenige, der uns Mitleid mit den Tieren lehrte, als er uns erzählte, dass eine Frau im Jenseits bestraft wird, weil sie eine Katze gequält hatte. Er ist derjenige, der uns den gegenseitigen Respekt und die Menschlichkeit in ihren vorzüglichsten Fassungen lehrte, indem er sagte, es ist nicht von meiner Umma, wer nicht unsere Alten achtet, unseren Kleinen gegenüber barmherzig ist und den Wert unserer Gelehrten kennt. Das ist die Hochkultur, die erstrangige Zivilisation und die vortreffliche Menschlichkeit, mit der Allah Ta'ala zufrieden ist und die uns die Türen der Glückseligkeit im Diesseits und im Jenseits öffnet. Meine sehr verehrten Brüder, meine sehr verehrten Schwestern, unser Scheich, Scheich Muhammad Muta' al-Khaznawi, möge Allah ihn beschützen, sagt, jeder behauptet, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam liebt. Doch der Beweis der Aufrichtigkeit ist das Befolgen seiner Religion und seiner Sunna und das Bevorzugen seiner Befehle vor den eigenen Gelüsten. Gel İbrahim Aziz, gel hoşgen Rezdar, Şeyhime, Uma Musteme, Uma Ulayeme, Ravniya Çağbu Dila, Şeyh Muhammed Muta'i Khaznavi, Fadevi Bitarî Zedbeci, Herkes de beşe emşi peygamberi piroz hazdekin. Leyat-ı rezikiri u dürüstli ava gomeruk le pey şeriata vi bikir. U lisir hidayata vi bimine. Wir müssen der ganzen Welt beweisen, dass unsere Liebe zum Propheten sallallahu aleyhi ve sellem aufrichtig ist. Und das können wir nur, indem wir befolgen, was er uns von Allah Jalla Jalaluhu überbrachte. Indem wir die Befehle ausführen, uns von den Verboten fernhalten und indem wir versuchen, uns seinen Charakter zu eigen zu machen. Diesen Charakter, mit dem er kam, um die vorzüglichsten aller Charaktere zu vervollkommnen. Möge uns diese Gedenkfeier ein Mittel
und eine Möglichkeit sein, um uns seine edlen Taten zum Vorbild zu nehmen und um seine wahrhaftige Führung und noblen Charakter zu folgen, die wahrlich der einzige Weg zur vollkommenen Zivilisation und echtem Glück sind. Gelli Brian, gerek hemşi dünyaya ve tekezbeken bu em birastiği hazkiriye peygamberi fanı ve av yekte ispat kerim bu miro bi kavitiye peygamber beke ve ledure bazavi ve kitabavi ni piroz. Liebe Brüder, Allahu Teala hat unserem Sheikh Muhammad Muta'ud diese Sukuhu ermöglicht. Die Lehren unserer Religion und den noblen Charakter des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verkörpern. Er schaffte dies, indem er seine Madrasa, seine Adabs und die Lehren seiner Tariqa von dem Schmutz der Politik und den niedrigen weltlichen Absichten sauber hielt. Dadurch gelang es ihm heute durch Allahs Güte, die Menschen unter diesem Dach aufgrund der Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zu einen. Obwohl ihre Sprache, ihre Herkünfte und ihre politischen Meinungen verschieden sind. Die Methode unserer Sadat ist auf Liebe und gemeinsames Wirken aufgebaut und darauf, dass wir rechtschaffene und aufrichtige Mitbürger sind in den Ländern, in denen wir leben. Es ist nicht fair oder gerecht, in die Hand zu beißen, die einem helfend gereicht wird. Geli Biray Aziz, Geli Mehmanen Kadir Bilind, خدا عز وجل ما مستنا ومولاي ما نورا جابوا دل ما الشيخ محمد مطاع خزنوي وفقني والحمد لله تبارك لي والحمد لله جبل وأول دوريك خدي وبي خبري ودمشق دنيا يا جير بالا ويناشكي نوفرناك حاشا وهموسا او باكترين دبستاني جمرا ذكرنا وهم دريا ويرا بسريا خدي وبيخبري ويني بيروز بمين وفيري اخلاقي قنج وحسن ببن. Das ist der Charakter, den die wahren Schüler von Sheikh Muhammad Muta' al-Khaznawi, möge Allah ihn beschützen, besitzen. Und wenn jemand diesen Adab und diesem Charakter zuwiderhandelt oder sie für seine persönlichen, weltlichen oder politischen Ziele und Zwecke ausnutzt, dann ist die Tariqa und Sheikh Muhammad Muta' al-Khaznawi frei von ihm, egal wer er ist. Selbst wenn er der Familie des Scheichs angehört oder von seinen Schülern oder seinen Anhängern ist, geschweige denn von jemandem, der behauptet, dieser Tariqa zuzugehören. و پیش بچویم وی شیخ مبارک و دبستان آوی یا پاک در دستک هر بلندن گو بیر بازا خوا و لبلبون خوا و ویش خوا و طریق جبو بر جواندی خوای طیبت بکار نینن چهیلا سیاسی به و یا چهیلا جواکی به. Gel İbrahim Aziz, Cevdet'in duhazın beyjin, çikese bu, Nâb-ı Khaznavi ile de, şagird de, alim de, cealete şeyh de, dama bu, Nâb-ı Tarîm'i,
جبوم منفعت سياسات استعمال بكم شيخ دبيجاج وان كسافرين وهوجي تبشاهد بن قو طريقة أهل طريق جوان كساتبا بيرين Sehr geehrte Geschwister, wir müssen auch wissen, dass die Gerechten unter den westlichen Intellektuellen auch Zeugnis für den Propheten sallallahu alaihi wasallam abgelegt haben, auch wenn dies nicht seine hohe Stufe und seinen noblen Rang vermehren kann. So sagte beispielsweise der russische Philosoph und Romanautor Leo Tolstoi in seiner Schrift Mohammeds Herrschaft. Woran kein Zweifel besteht, ist, dass der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam zu den größten Reformern gehörte, die der menschlichen Gesellschaft einen bedeutsamen Dienst geleistet haben. Es gereicht ihm zur Ehre, dass er eine ganze Nation zum Licht der Wahrheit geleitet und dazu gebracht hat, der Ruhe und dem Frieden zuzuneigen, ein anhaltsames Leben vorzuziehen und Blutvergießen und die Darbringung von Menschenopfern zu verbieten. Er öffnete ihr den Weg zum Ausstieg und zur Zivilisation. Das ist ein gewaltiges Werk, das niemand zu verrichten vermag, wie viel Kraft ihm auch gegeben sein mag. Und ein Mann wie dieser ist der Hochachtung und Verehrung würdig. Geli Jamawaran, as du fazit wal weg eji agadar bekin, gozlanayan u gerdunasin khirbe u avrupiyan ji, besindare de haqe peyhambere piroza ne gellek, نمناهش منذ فيلسوف روسي ليو تولستوي دبرتوكا خي بنافي حكم النبي محمد ولو دبيجن بيكوان بيخمبر محمد صلاة بخدي ليب جبهن باي ميرابو جعوزماء ميرابو جمزن ميرابو انك خزمتا جواكا مروفاتیه کری بسنداری ویا مزن او اگو جواب رادر روناهیه کر و او ببر شهرستانیه بگیهان گو اشتانیا و زنگین بجیو جیانا فا به هبر بکن انگو کسی وان گهدارا گهدار مزن دکن ancak o zamanı mirandın ve ya mirovaki minavi bümeti rizgar bu iclali. O Herr, o Erhörer der Gebete, o Erschaffer des Himmels, lass uns dieses Ereignis, die Maulid des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wiedererleben. Lass uns dieses Ereignis wieder erleben, nachdem die Umma zu ihrer Religion und dem Charakter ihres Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückgekehrt ist. Und unser abschließendes Wort ist: Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welt. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. دداوية دازهي بيج رب عالمي بكن قو دعاية ما قبول بكن وفيها الكفتة في روز جما وانقر ببركة وبشندار هميا جبي بار لك وجتبع رازيب وما شفاعتا بيخمبر ما محمد مصطفى شفيع همية بشرية رجا قيامته محروم لك صلاة وسلام الخديل سرب ولتمام آل أصحابه بيخمبر
إلى شرف النبي وآله وأصحابه وإلى أرواح ساداتنا الفاتحة. ملا عبد الله هوجام، ملا إبراهيم هوجام، vielen Dank an euch beiden. الله تعالى